Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen und des Immerbarmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Live-Sendung hier auf der deutschen Jalsa Solana 2010 vom Maimat-Gelände in Mannheim. Auch dieses Jahr haben wir uns gedacht, die Menschen in unserer Sendung einzuladen, die sich entschlossen haben, den Islam anzunehmen. Einige von ihnen waren konfessionslos, andere waren religiös und nahmen dann den Islam der Ahmadiyya Muslim Jamaat an. Uns interessieren die Geschichten der Personen, die Erlebnisse mit dem Islam und natürlich auch die Gefühle, die ein Bruder hier auf der Jalsa Solana verspürt. Doch bevor wir nun zu den Personen kommen, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Ahmadiyya Muslim Jamaat sowie über die jährliche Versammlung von über 30.000 Menschen, die Jalsa Solana verschaffen. Ich bitte nun, die kurzen Mats abzuspielen. Die Ahmadiyya Muslim Gemeinde ist weder eine neue Religion noch eine Ergänzung zu einer alten. Sie erklärt die Weisheit und die Philosophie des Islams für unsere Zeit, indem sie den Islam von allen Verkrustungen befreien und ihn so praktizieren will, wie es der heilige Prophet Mohammed, Frieden und Segen sein auf ihm, vorgelebt hat. Die Gemeinschaft beruft sich ausdrücklich auf die ursprüngliche Lehre des Islams. Diese wird am besten dadurch deutlich, dass die Ahmadiyya unveränderlich an den 5 Grundpfeilern des Islams sowie an den 6 Glaubensartikeln festhalten. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Friede und Segen seien auf ihm, gründete 1889 auf Anweisung Gottes die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Er verkündete, dass er der verheißene Messias und Mahdi sei, dessen Ankunft vorausgesagt worden war. Er verkündete außerdem, dass Jesus Christus seine Kreuzigung überlebt habe, nach Indien ausgewandert und später in Srinagar, Kaschmir, eines natürlichen Todes gestorben sei. Und er beanspruchte, im Geist und Vollmacht Jesu aufzutreten. Zurzeit ist der Hauptsitz der Gemeinde in London. Von dort aus leitet das Oberhaupt Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Gott seine Hand stärken, weltweit die Mitglieder an. Der Islam der Ahmadiyya ist ein Bekenntnis zum Frieden unter den Mitmenschen und Frieden mit sich selbst, weit weg vom blinden Fanatismus und sich distanzierend von allen Terrorakten und Zwang, lehren die Ahmadiyya echte Toleranz und die Wahrung der Menschenrechte auf jedem Gebiet des menschlichen Lebens. Trotz dieser friedlichen Interpretation des Islams sind die Anhänger der Bewegung in vielen islamischen Ländern und zum Teil sogar im Westen den gewalttätigen Angriffen fanatischer Muslime ausgesetzt. Dagegen setzt sich die Gemeinde für die Freiheit des Glaubens ein. Die Zahl der deutschen Konvertiten zum Islam ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Konvertiten haben eine besondere Biografie und ein besonders enges Verhältnis zu ihrer Religion. Sie nehmen beispielsweise einen arabischen Vornamen an oder engagieren sich in den Gemeindeaktivitäten. Auch zum Islam der Ahmadiyya sind in den letzten Jahren viele Menschen übergetreten. Sie treffen sich sehr oft zu Informationsveranstaltungen in der Zentrale in Frankfurt. Jährlicher Höhepunkt für die Ahmadis bietet die jährliche Mitgliederversammlung, die Jalsa Solana, die jeden Sommer auf dem Mannheimer Maimarkt für ein Wochenende veranstaltet wird. Dieses dreitägige Fest dient der Liebe zu Gott und seinem heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen sein auf ihm, der Abkehr von weltlichen Vergnügungen und der ernsthaften, aber freudigen Zuwendung zu der Schönheit der spirituellen Welt. Die Jalsa Solana wird auch dieses Jahr wieder durch die Heiligkeit und derzeitigen Oberhaupt Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Gott seine Hand stärken, gesegnet. Wie wichtig die Jalsa für die Mitglieder der Gemeinde, aber auch für die Konvertiten ist, erklärt Imam Laik Ahmad Munir, der ältesten Moschee in Hamburg, der Fazlullah Moschee. Jalsa Solana
spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil da ist wie eine Familienatmosphäre. Und man hat die haben auch Möglichkeit, mit den Imamen zu sprechen, mit anderen Mitgliedern und die Abteilungen der Jamaat kennenzulernen, weil wir haben dort überall die National Secretaries ihre Abteilungen vorgestellt und da gehen sie dorthin und sie bekommen die Informationen über die Jamaat. Also da diese Jalsa Salana, der Hauptgrund, auch ein Grund der Faisal Messias, was für diese Jalsa Salana ernannt hat, dass die neuen Mitglieder mit alten Mitgliedern kennenlernen und eine Freundschaftsbeziehung zwischen beiden entsteht. Vielen Dank für diesen Beitrag, sehr geehrte Zuschauer. Nun bei uns hier zu Gast, Okan Güvendi ist 33 Jahre alt, kommt aus der Türkei und wohnt in Berlin. Er ist seit 8 Jahren Ahmadi-Muslim und er sagt, ich bin glücklich, Allah näher gekommen zu sein. Okan, assalamu alaikum, vielen Dank, dass du bei uns bist. Des Weiteren, Cengiz Vali ist 34 Jahre alt, kommt auch aus der Türkei und wohnt in der Nähe von Lüdenscheid. Er ist seit 9 Jahren Ahmadi und er sagt, die Antworten, die ich hier bekam, haben mein Herz bewegt. Cengiz, assalamu alaikum. Vielen Dank, dass du auch bei uns bist. Und Osman Akbal ist 35 Jahre alt, kommt ebenfalls aus der Türkei und wohnt auch in der Nähe von Lüdenscheid. Er ist auch seit 9 Jahren Ahmadi-Muslim und er sagt, ein Ahmadi zu sein heißt, Allah zu lieben und ihm zu dienen. Osman, assalamu alaikum. Vielen Dank, dass du bei uns bist heute. Alaikum salam, alaikum salam. Okan, es ist endlich wieder soweit, die Jalsa Salana, wir sind dabei. Was ist das für ein Gefühl für dich? Also es ist wie jedes Jahr ein überwältigendes Gefühl, immer wieder dabei zu sein. Und es ist schwer, irgendwie alles irgendwie in Worte zu fassen. Es ist einfach, als würde man als kleines Kind wieder seine Großeltern, seine ganze große Familie wiedersehen. Und man freut sich einfach. Es ist einfach phänomenal. Man trifft viele Menschen, die man auch gar nicht kennt. Absolut, ja, natürlich. Auch wenn es ein unbekanntes Gesicht ist, hat man das Gefühl, dass man ihn schon seit Längerem kennt. Man umarmt sich, man lacht, man unterhält sich. Man hat keine Diskrepanzen. Man versteht sich vornherein schon mit demjenigen. Also mit allen eigentlich. Cengiz, wie viel Jalsa ist das für dich? Also als ich die Jamaat im Jahre 1999 kennengelernt hatte, war ich zu der Zeit, also habe ich die Jalsa Salana nicht besuchen können, aber ein Jahr später, also ab dem Jahr 2000 und sozusagen ist das jetzt, also seit dem Jahr 2010 ist das jetzt, Entschuldigung, also 99 Gemeinde kennengelernt und 2000 und regelmäßig jedes Jahr Jalsa Salana. Ja. Und immer wenn ich vorm Eingang bin und stelle mir vor, dass zu Zeiten des Weißen Messias a.s. im Jahre 1891 75 Teilnehmer nur anwesend waren und wenn ich dann hier sehe, ja, 30.000, 40.000 Leute, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ja. Osman, erzähl noch mal kurz, was ist denn überhaupt, oder wieso kommst du auf die Jalsa? Was ist denn, kann man das irgendwie in Worte fassen? Okan hat es eben schon versucht, irgendwie so einen Ansatz mal, aber kann man irgendwie was dazu sagen? Was ist eigentlich der Reiz, hier zur Jalsa zu kommen? Ja, der Reiz, der hier auf die Jalsa zu kommen, mein Bruder hat es zwar versucht, aber ich glaube nicht, dass ich es besser kann als er. Und wie er sagte, hier ist jeder freundlich. Du hast deine Brüder, du hast deine Eltern.